Russland und die Ukraine haben jeweils über 100 Gefangene ausgetauscht, teilte das russische Militär mit. 103 ukrainische Soldaten wurden aus russischer Gefangenschaft zurückgebracht. Der Gesundheitszustand einiger Heimkehrer ist enorm schlecht. Ungeachtet dessen umarmten sich die Soldaten freudig und riefen Familienangehörige an, um ihre Rückkehr zu feiern. Hallo Mutti, hallo. Mach dir keine Sorgen, ich bin jetzt in der Ukraine, in meinem Heimatland. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte auch Filmmaterial der 103 freigelassenen russischen Soldaten. Es heißt, sie seien in der Region Kursk gefangen genommen worden, wo die ukrainischen Streitkräfte vor 2 Wochen ihre Überraschungsoffensive starteten. Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, dass sie sich an der Vermittlung des Gefangenenaustauschs beteiligt haben, sprachen aber von 206 ausgetauschten Gefangenen. Mehr als 50 Mal haben beide Seiten bisher Gefangene ausgetauscht.